Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play 7 Days to Die und natürlich wieder mit dem anderen beliebten Dutschke. Mahlzeit. Zeit. Und wir haben beschlossen, nach der Finalrunde letztes Mal neu anzufangen. Und das ist eine frische Map in einem frisch generierten Ding. Da haben wir letztes Mal den Fehler gefunden, wo wir unser Problem hatten. Und wir sind gerade gestartet. Ach du Scheiße, da hinten ist direkt ein Bär. Ein Bär-Dutschke. Das gefällt mir. Chat. Ich muss weg hier. Ja, wir haben uns gedacht, das ist ein guter Abschluss gewesen. Der 7x7. Tag. Ja. Da ja leider, wie ihr das ja gesehen habt, die Map ein wenig verbuggt war, haben wir uns gedacht. Gar nicht. Jetzt nochmal richtig übel. Random Generator, Zahl generiert, neue Seed gemacht und jetzt geht's mal los auf einer völlig unbekannten neuen Map. Ja. Oh, komm, bau. Mit Bären. Mit einem Bär. Da hinten hockt er. Der kann doch da schön hocken bleiben. Ich muss Holz fällen, das weiß ich. Holz fällen ist wichtig. So. Ich bin noch gar nicht gespawnt. Bei mir überlegt er noch, wo er mich überhaupt hinschmeißen soll. Da habe ich ja schon einen Zeitvorteil von 30 Ingame-Minuten. Bin ich aber froh, dass wir miteinander und nicht gegeneinander spielen. Ich habe mir schon eine tolle Steinachse in die Wüste rüber einschlagen. Wenn du jetzt bedenkst, dass wir noch vor Tagesfrist alles auf 600 hatten, die ganzen Klamotten, oder 500. Und jetzt haben wir wieder eine Level 1 Steinachse. Ja, das ist echt übel. Hier habe ich die ersten Fressikalien. Die Bären, wovon mein Magen abdreht. Wunderbar. Ist egal, man muss hacken, solange man kann. Aber wir ein bisschen Schnee und Gewüste suchen. Beste Strategie. Ja, wie soll ich hier Schnee machen? Beil machen, ist doch egal. Bitte? Kannst du mit dem Beil machen, ist doch egal. Oder machst dir eine Steinachse, eine Schaufel. Ich hab keine Steinachse. Oben sind zwei Steine. Komm her. Hab schon Angst, muss ich sagen. Noch lässt er mich leider nicht spawnen. Immer noch nicht. Okay. Die ist doch schon fast im Eimer. Der Bär ist weg, ich sehe ihn nicht. Sehr schön. Steht gleich hinter dir und macht. Nein, nein. Ich stehe auf einem hohen Berg. Welche Lok hat sich denn verschlafen überhaupt? Das weiß ich nicht, habe ich noch nicht geguckt. Ich warte auf dich. Mal eine Schaufel. Schaufel aus Stein basteln wir. Zack. Na komm, mach hin, ne? Steinachs kann ich nicht. Schaufel. Okay. Die ist schon kaputt. Kann ich schon recyceln. Zerlegen. Schaufel. Oh ja. Da kommen die Schneefäller. Schneefäller, die sogenannten. Ja, wir fällen nämlich den Schnee. Okay. Ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden. Hier ist noch kein Schneeriese und nix. Ja, nichts. Ich werde nochmal neu verbinden. Vorsichtshalber. Irgendwie macht er keine Anstalten. Das wird doch nicht hoffentlich direkt. Guck, jetzt bist du drin. Jetzt hat er nämlich erst gesagt, er ist verbunden. Ja, da habe ich den Task gekillt gerade. Wie du das gesagt hast. Echt? Ja. Aber das ist kein Problem. Hacken Sie. Und weiter. Okay. Ich
Ja, ich bin fleißig Zeug am Sammeln. Und schöne Landschaft. Ja, schöner Schnee. Backland, freie Landschaft. Backland, freie Landschaft, das ist korrekt. Das ist doch ganz was Großartiges. Ja, keine... Ach, ich sehe einen hübschen See. Hinten sehe ich natürlich gar nicht so gern. Ein paar Federn für den lieben Helm. Sehr gut. Hier ist Müll. Was haben wir denn da drinne? Gar nichts. Toll. Okay. Dann wird der Zeit, dass der Dutschke mal an Land kommt hier. Gebt mir Mühe. Geben Sie sich mehr Mühe. Mehr Mühe. Herr Dutschke. Diese faulen Ausreden mit ich gebe mehr Mühe. Jawohl. Dann sollten das noch führen. Ah, ist der Natron, hat das Spiel wieder betreten. Mhm. Bin gespannt. Soweit so gut. Jawohl, soweit so gut. Und ich dresche auf dem Baum ein. Da glaubst du nicht, wie lange ich brauche für den scheiß 900er Baum. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, aber der... Und Motorsäge auf Steinbeil. Ja, das ist echt übel. Jetzt hat's geklappt. Der Dutschke ist da, sehr gut. Da muss ich was drücken, was war das, J? I. I, sofort, sofort. Hau drauf, hau drauf. I. Aha, na, da ist der Dutschke, den muss ich als Verbündeten aufnehmen und show. Du bist nur 900 Meter entfernt. Boah, wie haben wir das gemacht? Zeig mal her, Map. Where are you, my friend? Oh, im Norden bist du, alles klar. Ich setze schon mal Kurs auf dich. So, und du wirst es nicht glauben. Wo bist du da? Ich schaue hier von einem Berg auf eine Hapsidi, wenn mich nicht alles täuscht. Echt? Jo. Ja, pass auf, dann komme ich zu dir. Also, ganz einfach. Ich komme zu dir. Ich habe Marke gesetzt. Dann, Ich bin auf 600 und 600 Nord und 2000. Was ist denn bei dir? Ost. Ist bei dir Schnee? Nein, grüner Wald. Birken, grüner Wald. Gut, dann bleib ich noch ein bisschen hier. Blümchen. Und werde ein bisschen Schnee sammeln. Ja, genau. Schaufel mal Schnee wie ein Geisteskranker. Kann sein, brauchen wir dann hier unten. Oh, oh. Noch habe ich keine Zombies gesehen. Das ist ich gut. Auch nicht. Bin auch sehr zufrieden zurzeit noch. Wir brauchen nämlich Schnee zum Wasser generieren und so, ja. Na, allzu weit ist der Schnee dann jetzt nicht weg. Lass mal gucken, wie viel Schnee habe ich denn. 230 Schnee habe ich. Und das Einzige ist, was uns vor dem Verdursten rettet am Anfang. Ja, mal eine neue Schaufel. Schaufel, zack, Baume direkt mal, zack. Und den Pflanzenkram, den baue ich mal schnell. Was soll ich denn bauen? Eine Hose soll ich bauen. Ein Hemd soll ich bauen. Eine Kapuze soll ich bauen. Ah, er braucht ein bisschen. Mein erster Müll war leer, mein zweiter Müll war auch leer. Kapuze? Ja, gut los. Handschuhe. Da oben, Handschuhe habe ich die gebaut. Handschuhe bauen. Zack, zack. Na, mach schon hin, Hund. Warte, du siehst einen Zombie, dann bleib fern von dem. Der läuft drin im Kreis rum. Sieht gut aus. Zack, Stein wie ein großer. Noch gerade. 200 Schnee habe ich dabei, das reicht erst, oder? Ja, was habe ich denn für ein Glück, dass ich direkt neben der Stadt bin? Wir sind doch hier nicht auf Null, wir sind doch auf 2500 Ost. Ist doch egal, das interessiert mich. 2500 doch. Ost, Null ist... Ich sehe auch eine Straße. Wo ist Null? Oh, zack, erstmal hier anziehen. Anziehen, anziehen. Schuhe fehlen, okay. Bauen. Auf alle Fälle nicht die primäre Stadt, also die 00-Stadt. Anziehen. Bogen. Wie kann man einen Bogen bauen? Bogen. Weißt du, was man da draus schließen kann? Nein. Da ist noch eine Stadt. Daraus kann man schließen, dass es mindestens zwei Hub-Cities gibt. Ach so. Das ist schon mal sehr gut. Zack. Ah, mir ist immer auf dem Pferd. Also nicht gut.
Pfeile. Sehr schön, so. So, jetzt geht's los. Jetzt komme ich langsam mal in deine Richtung. Da unten bist du. Das ist weit. Hier ist etwas steil. Nicht hinabstürzen. So. Hier ist auch ein bisschen steil, macht aber nichts. Ich gehe halt den Berg runter. Das ist schon ein schönes Sträßchen. Klebeband. Die verrottetes Fleisch, das kannst du behalten. Ich sehe einen Hasen. Aber ich mag nicht, dass mir jetzt die Viecher hinterherlaufen. Ein Huhn. Blick schon mal gelbe Blümchen nebenbei. Ja, tun sie das? 6 Durchfall eventuell. Durchfall willst du haben? Ein Durchfall will ich vermeiden. Zack, 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 zack. Gib mal her, apropos. Essen. Boah, mir folgen immer mehr Zombies. Das gefällt mir nicht, ja. Kann ich leiden. Wo folgen die dir denn? Weiß ich schon nicht. So. So, wenn du jetzt, du kommst aus Norden, ne? Ah, ne, dann ich komme aus dann. Nordosten. Ja, dann läufst du auf alle Fälle nicht durch die Stadt durch. Also nicht durch die Hapse. Hier ist ein Stadtstädtchen, sehe ich gerade. Ein Häuschen ist da. Na, da guck mal rein, ob du einen Topf findest. Irgendeinem, Okay. Aber die greifen dich auf alle Fälle an, dann die spawnen für dich in der Stadt. Wo nicht unterschätzen. Ja, nein, ich unterschätze die Jungs nicht, ganz bestimmt nicht. Oh, sehr schön. Komm, bau den, mach voran. Hab ich sie jetzt abgehangen? Oh, sehr gut, zack. Okay, laden. Dann gehe ich jetzt mal da rein, in die Hütte. Da rennt schon der erste rum. Zwei rennen rum. Drei rennen rum. Alles Dicksäcke, auch musst du nicht sein. Freunde. Ja, das ist etwas Zeit vielleicht. Schon in der Stadt zu rennen mit einem Stein. Ist ja kein Stadt, ist ein Häuschen. Als Maultyp hier, geh weg. Entschuldigung. Woher kommt der nächste? Bist du das? Oh, Wüste! Wir haben einen Hauptgewinn. Ersten habe ich zerlegt. Die Wüste los. Ah. Ein Glück, dass man Farbkurs spielen daheim, da kämpft. Nicht, ja. Ja, übrigens, der Schwierigkeitsstufe ist. Oh Mann. So, genau. Schwierigkeitsstufe ist vorletzte Stufe. Schwierigkeitsstufe ist. Oh Mann. Ist Überlebenskünstler ist die Schwierigkeitsstufe. Also gleich wie letztes Mal, sozusagen. Gleich wie letztes Mal, das ist korrekt. Du sollst doch liegen bleiben, du Affe. Jetzt sitzt langsam ein bisschen kritisch, die Schwanger zu schwitzen. Machen wir schon mal eine Bettrolle. Dann sollte sich lieber auch mal einen machen. Toll, ich bin gerade mit den Zombies am Kämpfen. Ich soll mir eine Bettrolle machen. Ja, das macht man vorher. Pfeile. Pfeile, Baupfeile. Zack, Pfeile. Okay. Ich bin noch am Kämpfen. Der hat überhaupt nicht gezuckt. Mein Freund, sag mal, hast du einen Schaden? Oh, das ist aber ein schönes Gebiet hier. Da kommt der nächste angekrochen. Blümchen pflücken. Komm her. Aha. Okay, hab ich. Der Kriechende da, der ist doch nicht so schlimm, der kann mich doch kreuzweise, oder? Ich hab nicht so viel Pfeile für. Zu verschwenden. Ich hab Angst. So, Bett ist eingepflanzt. Schon mal nicht mehr. Stirb, Hund! Verdammt, er stirbt nicht.
Der stirbt absolut nicht, der Sack. Du mal kreuzweise, du Vogel. Hier irgendwo war ein schönes Vogelnest am Rande, das wollte ich pflücken. Ach, ist das echt anstrengend hier, die ersten paar Sekunden. Warten Sie mal, oh Mann. Knüppel. Knüppel aus Holz. Den hau ich dir jetzt auf den Kopf. Und dann ist Schluss mit dem Kerl da. Nee, ich hab Angst. Der wird mir ein Bein beißen, der Sack. Der ist nicht kaputt zu kriegen. Boah, wie viele Pfeile verträgt er denn der? Endlich. Eine Glasscherbe hatte dabei. Toll, dafür habe ich mich hier abgerackert ohne Ende. Nein, da steht noch einer oben. Ich werde bekloppt. Ich habe nur noch 6 Pfeile. Das reicht jetzt. Ich muss jetzt da rein. Hand im Mund. Ganz da oben bleiben. Ja, von wegen. Da sind noch welche. Schitte! Ich habe zu wenig Pfeile. Ich muss nur kurz wegrennen. Ah, Stress. Bau mal einen neuen Bogen, bitte. Bogen einbauen und Pfeile. Pfeile. Dutschke, bei Dutschke ist alles schön. In Butter nehme ich an. Ich möchte dich nicht in deinem Fluss unterbrechen. Ja. Die dumme Sau. Nachladen, Honk. Oh, die ist schnell unterwegs. Wohin läufst du denn? Ja, schön, ne? Die Geräusche, die leiden. Und die erstmal hier. War schön. Hat sich gefreut. Ja, hat sie gesagt, wie ich auf den Kopf geballert habe. So, und mit dem oben tanze ich jetzt im Kreis. Oh ja. Oh, junger Mann. War nicht so gemeint. Wenn der nächste stolpert, ziehe ich ihn einen ab. Oder auch nicht. Hey, bist du doof oder was? Ich hab dir gar nichts getan. Jetzt kriegt er einen verkeult. Noch eine. Ha! So, du Hund, jetzt geh aber. Ey! Oh, happy. So, du Hund. Die erste Survivor-Taktik ist in den ersten paar Stunden jeglichen Feindkontakt zu vermeiden. Also du machst das alles genau richtig. Du hast gesagt, soll ins Haus gehen. Blöd, Mann. Ja, da muss man die erst weglocken und dann reingehen. Und so was. Ich bin jetzt drin. Ich bin drin, hier. Nimm alles mit. Hier, du hast dich sowieso im Griff. Ich bin drin. Die alles zerklopfen, was hier drin ist. Neben Leder mitnehmen. Zack. Was brauche ich? Neue Steinachs. Steinachs ist sehr wichtig. Extrem wichtig. Kann ich gar nicht herstellen. Mir fehlen Pflanzenfaser. Das will mich verarschen. Ne, ein Stein fehlt mir. Okay. Erst mir alles ausnehmen. Sehr gut. Nichts drin. Schön. Eine Blechdose. Alles alles, was ich wegschmeiße, ganz faule Butterbrot. Nix. Ein Topf. Dutschke. Was denn? Ja. Ja, deswegen habe ich dich ja dahin geschickt. Gerade eben hat er mir noch erklärt, ich bin der volle Kackknoten. Ne? Guck mal, das ist typisch Dutschke. Ich habe nicht gesagt, du sollst 20 Zombies schlachten, ich habe nur gesagt, du sollst einen Topf holen, weil es da einer ist. Nee, ne, du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe, Dutschke. Wenn du da wieder Zusatzaufgaben hast. Ja! Schematik habe ich gefunden. Ja. Und wovon? Welches denn? Nailgun. Ach. Wie lange wir das letzte Mal gesucht haben. Ja.
Okay. So, ich bin in der Wüste, ab jetzt habe ich kein Hungerproblem mehr. Okay, dann sammelt mal fleißig für mich. Ja, Cowboy-Hut. Anziehen hier. Badekappe. Aber etwas warm in der Wüste. Ja. Auslaufen. Sehr schön. So, naja, dann können wir doch schon mal nicht mehr aufhören, wenn du jetzt einen Topf noch hast. Habe ich. Oh, Blaubeerkuchen habe ich. Den Blaubeerkuchen fresse ich direkt mal. Ham. Und eine Kartoffel habe ich gefunden. Und Patronenhülsen. Oh, das geht ja ab. Jo, eine Kartoffel. Die werde ich sofort zum Samen verarbeiten, damit ich nicht auszusehen die esse. Richtig? Richtig. So, Medizinschrank. Naja, okay. Und hier ist ein Klo. Komm mal her, zeig mal her, was ist drin? Spiritus zerkloppt ist das drin. Ding. Ja. Zerkloppt das Ding. Ding ja. Zerlegen. Im Rohr. Anziehen. Wir brauchen ein Rohr. Noch so eine Lüge, platzt das Rohr. Ich weiß, es ist sehr dunkel gerade bei euch. Aber lässt sich im Moment nicht ändern. Ich bin gleich hier fertig. Bam. Da ist das Rohr. Wo ist es denn? Lol, scheiße. Ei muss weg. Wo ist das Rohr? Ich hab's Rohr nicht. Doch, ich hab's. Ich suche, nichts drin. Verdammt. Ich suche. Oh, sehr schön. Ein Muskelshirt ziehe ich an. Und einen alten Rock. Und Footballhelm. Sehr schön. Den brauche ich erstmal nicht. Den können wir auch so sammeln. Er wird zerlegt und wird zerlegt. Zack. So. Habe ich jetzt alles durchsucht? Ja, jetzt habe ich, glaube ich, alles durchsucht. Und ich brauche Stein, habe ich gesagt. Ne? Ah, da kommt kein Stein. Doch. Da ist der Stein für die neue Steinaxt. Ziemlich perfekt, Leute. Ziemlich perfekt. So, ich habe schon 55er Bogen. Steinaxt. 55er Bogen. Ja, toll. Ja, Scherzkeks. Ich hab. Brauche ich das? Na, das kommt weg. Zack. App. Okay. Ne, kommt nicht weg. Zerlegen. Oh. Wie viel habe ich? Sehr schön. Zerlegen. Zack, fertigen. So wie das. Oh, dann nehme ich das auch noch mit. Jetzt muss ich weg hier. Ah, das ist noch ein Müll zu durchsuchen. Ein Müll ist zwei Stoff. Zwei Stoff kann ich leider nicht mitnehmen. Jetzt könnte es zum 10. Mal weg. Jetzt bleibt das weg. Müssen nur noch raus. Ah, gibt ein bisschen Holz. Können wir üben. Wunderbar. Ah, Moment mal. Was essen am besten, ne? Ja. Mal bist du auch mit dem Lernen in den Tag gestartet? Natürlich nicht. Aha, dann hat er mich als tot dort angehört. Wo ich ausgelockt habe, wieder verändern konnte, weil ich bin nämlich komplett leer gewesen, fällt mir gerade auf. Ich habe nicht mal eine Dose. Also such noch in irgendeinem Schrank eine alte Dose. Habe ich doch schon längst. Sehr gut. So. Jetzt starten wir aber durch mit unseren letzten 5 Pfeile. Ach du Scheiße. Mehr habe ich nicht. Pfeile. Eisenpfeile. Nee, Pfeile. Pfeile. Nö. Können wir nicht. Okay. Werde ich noch ein bisschen Bild mit der Keule auf die Gräser rumhauen. Ah. Schitte. Ah. Oh. Ui. Kann ich nehmen? Die hier nehme ich. Da schmeiß ich raus. Nützt nichts. Die Eier muss ich leider wegwerfen, Dutschke. Kein Platz für Eier. Mach dir ein Bett. Kann ich noch nicht. Ich hab keinen Platz. Verstirbst. Hab keinen Platz. So ein Quatsch. Yeah. Okay. Du aus Versehen verstirbst. Ich werde nicht versterben. Kommst du irgendwo 5000 Meter weg. Okay, Bett. Sleeping Bag. Nee, bei mir heißt das Ding Schlafsack. Hahaha. Bist du so modern bin ich. Na, dann werde ich ihn hier einfach mal hinsetzen, ja? Wenn er fertig ist, da kommt schon der nächste angelatscht da hinten. Ich sehe schon. Nicht so schön.
Steine, Steine. Bisschen Holz hacken. Ist momentan, ich sehe dich schon. Du bist schon ziemlich groß. Du bist in der Nähe von dem See. Ne? Ich bin einen Berg hoch, fast den ganzen Berg hoch. Was, den ganzen Berg hoch? Ich bin nicht unten im Tal. Das ist hast nicht du so gerade schön. Einen Baum umgehackt? Ja. Habe ich gesehen, da hinten, die Staubwolke. Das siehst nicht Baum, nicht Strauch, aber die Staubwolke hast du gesehen von dem Baum. Echt? Du bist genau, wo du bist. Da ist ein kleiner See, daneben ein großer See. So, warte mal, zack, zack. Ich leg den jetzt einfach mal quer hier in die Prärie, damit ich ihn hingelegt habe. Und jetzt komme ich. Zack. Jetzt habe ich ein Ei in der Hand. Ist das nicht super? Zur Verteidigung. Da rennt ein Hirsch. Den könnte ich auch direkt jagen. Aber muss ich irgendwas wegwerfen. Interessanterweise hat er mir auch keine Quests gegeben. Ja. Aber wir haben keinen Knochen und kein Knochenmesser. Ich lasse den Hirsch leben. Knochen kann ich besorgen. Ja, hätte ich auch besorgt, wenn ich Platz hätte, Jutschke, wenn ich Platz hätte. Ich habe leider keinen Platz. Noch einen habe ich. Ich komme jetzt zu dir erstmal. Nicht. Bohnenschiff Croft. Dauert noch einen Moment. Ich dachte gerade noch, was anderes. Der dicke Boah. Zombie. Cotton. Aus Cotton macht gerade Stoff. Zack. Zack. Okay. Könnt ihr nochmal gerade zum See? Ich habe hier schon eine Kiste stehen. Ne, kann ich nicht. Kann ich doch? Komm her. Wasser, Wasser, Wasser. Ja, Wasser, Wasser. Wo ich mein ganzes überzähliges Zeug nehme. Übers Wasser, ja. Warten da Sekunden nicht brauchen. Ich laufe mal gerade zum See und hol direkt Wasser. So, erste Bandage ist in Arbeit. Habe ich natürlich. Brauchst du nicht, du hast doch Schnee und einen Topf. Ja, aber warum soll ich denn nicht machen, wenn er doch hier ist? Weil du herkommen sollst. Ja, zack. Ja, nee. Das ist aber dann unabhängig. Ich sehe dich nicht. Das musst du eh nochmal kochen. Dann kannst ja, mach gleich. Also, okay, hast du recht. Ich werde mit der Keule die Sträucher umhacken. Jetzt hab ich einen Baum gefällt. Hättest du sehen können da oben. Hey, hier ist ein Camp, Jutschke, hier ist ein Camp. Schreck mich doch nicht immer so, Mann. Ja, wie, ich muss mich nicht erschrecken. Schreit er das immer. Ja, das hat ja auch einer geschrien, du wirst es nicht glauben. Bist du so ein Weg da hoch? Hier ist ein Weg. Ich bin nirgends hoch, ich bin hier gespawnt. Du siehst ja, wo... Siehst du den Weg? Kann ich den hochlaufen? Ja, ich sehe den Weg. Ja, da kommst du hier in der Nähe vorbei. Kannst du einfach auf meinen Blümchen zulaufen, auf meinen Pfeil zulaufen. Das sagst du so in den Newton. Aber auf dem Weg ist besser, weil da hast du noch Müll liegen, dann kannst du noch... No, nee, ich kann nichts mehr aufbauen, ich bin eh voll. Ich brauch, einzig, was ich brauche, ist ein Vogelnester. Da ist ein Zombie im Hang. Das ist nicht so schön. Und ich muss dauernd stehen bleiben, weil ich überhaupt keine Ausdauer habe. Noch ein Zombie im Hang. Fällt mir nicht. Der Weg ist doch die bessere Lösung. Wir müssen außen rum. Ich muss noch bis zu dir schaffen in dieser Folge. Ich will, ich muss. Du hilfst mir, wenn ich vom Zombie verfolgt werde und ich keine Ausdauer habe. Ja. Deine Worte schenken mir viel Vertrauen. Und ich friere in dieser verdammten Einöde. Nein, wird warm, wird wärmer. Da gehst du noch ein Stück Berg hoch, da kommt gleich die Wüste, da kannst du schwitzen gehen. Da ist ein Baum umgefallen. Ja. Da wohnt der Dutzke. Ja, ich muss ja den Berg hoch joggen hier. Sehr anstrengend. Da sehe ich dich, du Nacktarsch. Kannst dich nicht mal bekleiden. Tüchtig bekleiden. Guck mal hier, wie ich aussehe. Ha? Ha? Dickes Röckchen hast du an. Das ist Verschwendung. Hätte gerne Schädel gespalten. Was ist das hier? Dein überzähliges Zeug in die Kiste, nein. Vogelnest, okay, Kiste. Überschlüssiges Zeug.
Hier, komm, Patronen holen, Patronen, Patronen, Ei, Dingens. Zerlegen. Cowboyhut tue ich mal rein. Zack, zack, zack. Leere Dosen. Hm. Cowboyhut wird sofort gekauft. Braucht man deine Wüste. Cowboyhut, ja. So. Was für ein Camp hast du denn gefunden? Ein Campingcamp oder ein Militärlager? Nee, ganz normal ein Campingcamp. Das können wir doch auch. Da finden wir bestimmt noch ein paar Dosen oder so. Ja, das können wir gleich ausnehmen. Ich würde aber vorschlagen, wir bauen erstmal was für die Nacht, oder? Wie ist es? Nee, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Wir graben uns dann erst gegen Abend einfach ein Loch in die Erde und bauen uns oben zu. Wir brauchen auf jeden Fall ein Feuer. Abkochen von. Ja, das machen wir unterirdisch. Unterirdisch. Das ist prima. Dann verdurst ich in der Zeit. Ja, ich verdurste eher als du, weil ich habe ja nicht mal Startzeug dabei. Aha, sehr gut. Okay. Wir haben uns ja, gefunden, okay, würde ich sagen. Ja, also Wasser abkochen. Schöne Aussicht haben wir, See haben wir, Schnee ist da drüben, wo ich herkomme, ist einfach sich auch nicht so der Riesenausritt. Von oben kommt ein Zombie, Jutschke, um den müssen wir uns noch kümmern. Der steuert mich an. Hast du eine Keule, die du auf den Kopf hauen kannst? Oder verpasst ihm mal eine? Daneben ich natürlich. Ich bin auf dem Schnaps gesoffen. Da kommt noch wer. Gut. Die Schwiegermutter. Hör hier wen. Hab noch wen kreischen hören da oben. Hörst du? Da kommt sie. Die Kranken, die Sister. Komm runter, Sister. Machst, hast einen schönen Beinbruch. Verband. Ja. Die nicht, das haben bloß mir. Ah! Du dumme Ziege, Dutschke! Ping? Ja, ja. Das bleibst du stehen und dann muss ich so retten. Hast du das Bein gebrochen? Die hat so ein Nein, hab ich nicht. Mitgebracht. Ich hab nur einen in die Fräse gekriegt. So. Dann muss ich noch ein paar Bärchen essen, damit alles wieder gut ist. Alles wieder gut. Tu dir mal einen Bogen hier rein. So. Ja, okay, Leute, dann verabschieden wir uns hier an der Stelle. Ne? Erster Tag hervorragend gelaufen, 13 Uhr. Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schreibt mal drunter, was haltet ihr von unserer neuen Position? Sieht doch schön aus an für sich, oder? Ja, aber die Erde. Unverbuckt vor allen Dingen. Genau, unverbuckt. Tschüss. Tschüss.